Hat jemand von euch schon mal mit einer Message Queue gearbeitet? Okay, echt nur zwei? Joker, du machst so? Weißt du das? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Nicht viel, aber ja. Okay, ich glaube schon. Einfach nur mal zu der Lizenz checken. Wenn ihr verteilte Systeme schreibt, ist das eine sehr schöne Idee, euch zumindest mal sowas anzuschauen. Worum geht es heute? Es geht um das Advanced Message Queuing Protocol AMQP. Es gibt ein paar Konzepte, die dahinter stecken. Was ist der historische Hintergrund? Woher kommt das? Es gibt eine Live-Demo in drei Programmiersprachen und Anwendungsbeispiele danach. Okay. Was ist die Geschichte von dem Ganzen? Also Messaging-Systeme haben den Ursprung ungefähr so vor 25 Jahren in der Finanzindustrie. JP Morgan war da ein ganz großer Player. Die haben gesagt, wir brauchen Systeme für unsere Trader, wo Informationen schnell drüber fließen, wo man sich irgendwo dranhängen kann und sagen kann, ich möchte jetzt bitte alle Nachrichten, die folgendes Tag enthalten, ich möchte alle Kurse dieser Aktie möglichst schnell hochgepusht bekommen. Für sowas sind diese Systeme eigentlich gebaut, was heißt niedrige Latenz, hoher Durchfluss. Technetron war eine der ersten Firmen, die erste Firma, die sowas gebaut hat. Es gab halt die Überlegung, warum bauen wir nicht einen gemeinsamen Software-Bus, so wie die Hardwarehersteller das machen, nur für Software. Hat sich jemand hingesetzt, hat gesagt, wir bauen jetzt die Information Bus. Das war die erste Firma, die es gemacht hat und auch die ersten Kunden dann aus der Finanzindustrie hatte. Dann ist irgendwann mal IBM da aufgesprungen und die haben gesagt, hey, wir haben jetzt dieses DB2 entwickelt, lass uns doch auch mal eine Message Queue bauen und damit Geld verdienen. Das ist jetzt, glaube ich, WebSphere MQ. Hat jemand Erfahrung mit WebSphere von IBM? Läuft. Nein, das ist wunderbar. Also da ist jetzt der WebSphere MQ draus geworden. Technetron gab es damals immer noch und Microsoft ist auch auf dem Markt. Das Problem ist, es konnte sich halt lange Zeit kein einheitlicher Standard tatsächlich entwickeln, weil die Firmen natürlich gesagt haben, wir machen Vendor-Login, du sollst unsere Systeme verwenden und niemandes anderen. Es wäre ja ganz schrecklich, wenn die Information Bus jetzt auch mit irgendwie dem IBM-System reden könnte. Da könnte der Kunde ja dann wechseln. Das wollte man nicht. Es kam dann relativ schnell, dass einige große Finanzfirmen, die wirklich groß waren, dann mehrere Message Queues in ihren Systemen hatten von unterschiedlichen Herstellern, weil jede Abteilung sich was eigenes gekauft hatte. Und dann hatten sie halt das Problem, dass die IBM halt nicht mit Microsoft reden wollte. Umgekehrt. Genau. 2006 hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, wir machen das jetzt besser, wir machen einen einheitlichen Standard. Und dann wurde das AMQP-Konsortium gegründet. 2010 gab es den ersten Draft und seit tatsächlich erst letzten Jahr sind wir bei Version 1.0 angekommen. Wer ist da alles dran beteiligt? Diese hier, Goldman Sachs, Barclays, Bank of America, Microsoft, Cisco, eigentlich alle großen Player sind irgendwie dabei, unter anderem auch die deutsche Börse und Red Hat sind da. Warum sind die ein Punkt? Bitte? Warum sind die ein Punkt? Die sind ein Punkt, weil ich das so gecopy-pasted habe. Und derjenige, der das gemacht hat, das war ein Punkt. Am Ende. Also das sind die Beteiligten, die tatsächlich daran mitspielen. AMQP ist ein offener Standard, jeder kann das Ding implementieren, hat ein paar Vorteile zu den Systemen von früher, zum Beispiel, dass man auch über AMQP alle Kontrollkommandos absetzen kann, sowas wie zum Beispiel, man kann neue Queues erschaffen, man kann neue Exchanges erschaffen in dem System, was früher nur die weiß bekitteten Admins an den Admin-Terminals mit der besonders tollen Verbindung konnten. Das kann heute jedes Programm. Relativ zügig, als AMQP rauskam, hat das jemand gesehen und hat gesagt, warum gibt es eigentlich sowas nicht in Open Source? Lass uns das doch mal bauen. Seine Firma war sowieso gerade pleite gegangen, wie das so mit Startups manchmal ist. Und dann hat er sich einen Kollegen geschnappt und hat gesagt, komm, wir machen jetzt
wie MySQL eine Open-Source-Firma da draus. Es gibt Rabbit Technologies, die verfolgen im Prinzip dasselbe Businessmodell wie, wie MySQL zum Beispiel. Das ganze Ding ist in Erlang geschrieben. Wer hat mal was mit Erlang gemacht? Zwei, sehr gut. Ja, also Erlang ist die Ericsson Language, die wurde von Sony Ericsson entwickelt und damit haben ihre Telefonanlagen und Switches betrieben. Das ist eine Programmiersprache, wo im Prinzip das verteilte System überall drinsteckt. Man hat tatsächlich Producer, Consumer, man hat jede Funktion, die du schreibst, ist erstmal ein unabhängiger Netzwerkprozess. Also es ist von der funktionale Programmiersprache. Ist relativ cool. Was zum Beispiel auch noch in Erlang geschrieben ist, ist der eJavaD, also der Erlang JavaD, der so einem Message-Queuing-System sehr ähnlich ist. Da werden ja auch tatsächlich Nachrichten einfach durch die Gegend geschickt und man subscribt sich halt irgendwie auf eine Nachrichtenquelle. Soviel zum Thema Historie außenrum. Welche Konzepte gibt es? Erstmal, es gibt eine Nachricht, die besteht aus drei Teilen. Die hat irgendwie einen Content-Type, die hat einen Payload, da steckt irgendwas drin. Und es gibt einen Routing-Key. Das ist einfach ein weiterer String, der an die Nachricht angehängt wird, der irgendwie beschreibt, wohin denn diese Nachricht gehen soll. Anhand dieses Routing-Keys findet dann am Ende in der Message-Queue zum Beispiel das Dispatching statt. So, eine Message kann gesendet werden, entweder direkt an eine Queue oder an eine Exchange. Eine Queue ist tatsächlich einfach nur eine Queue vorne. Vorne kommen Nachrichten rein, hinten kommen Nachrichten raus. First in, first out wäre das in diesem Fall. Genau. Ihr fängt halt entweder direkt ihre Nachrichten oder hängt an einer Exchange dran. Und diese Beziehung nennt man eben Typing. Der Code unten dran ist einfach ein kleines Haskell-Beispiel, wie könnte man die Queue MyQueue an die Exchange MyExchange dranhängen mit dem Routing Key MyKey. Und das ist einfach das Kommando dazu, das heißt im MQP heißt es einfach ByQueue. Man sagt ihm, wie heißt die Queue, wie heißt die Exchange, wie ist der Key und das war's. Dieses Chunk zwischendrin, das ist der Channel, über den das Ding kommuniziert, dazu kommen wir später. Was man in so einem System machen kann, ist, man kann Dinge aus einer Queue rausholen und dann irgendetwas damit tun und Dinge halt in der Queues reinschieben. Was ist eine Exchange? Ist im Prinzip relativ einfach, ist ein Verteilerknoten. Da gibt es die Direct Exchange, die einfach direkt an eine Queue mit einem Routing Key einfach schreibt. Also ich habe eine Exchange, an die kann ich Nachrichten schicken. Sieht man hier in diesem Beispiel. Wir haben Nachrichten rot, grün, blau, also das hier sind Routing Keys. Und wir haben hier die Direct Exchange und an dieser Direct Exchange hängen hier diese beiden Queues dran. Die empfängt alles über dieses Binding, was rot ist und alles, was blau ist. Diese Queue empfängt über dieses Binding alles, was grün ist. Dann gibt es zwei Consumer, die auch daraus lesen. Und hier vorne gibt es einen Producer, der seine Nachrichten in diese Exchange reinschreibt. Was heißt, wenn der jetzt hier eine Nachricht mit dem Booting Key blau schreibt, landet das hier in dieser Queue drin und der Consumer hier kann es da rausnehmen. Im Prinzip relativ einfach. Dann gibt es Fanout Exchanges, das ist einfach nur die Prämisse, sende halt an alle und egal was du als Booting Key kriegst. Hier habe ich drei Queues. Hier habe ich eine Fanout-Exchange, sobald ich eine Nachricht hier hinschicke, bekommen alle drei Queues, unabhängig von dem, was passiert, wie die Nachricht gestaltet ist, diese Nachricht. Das kann man zum Beispiel nutzen, um irgendwelche Broadcasts zu verteilen. Angenommen, man hat jetzt verschiedene Prozesse, die sollen alle irgendwie zum Beispiel die Nachricht starte dich oder stoppe dich abbekommen. Alle subscriben sich. Alle bauen vielleicht auf ihrem lokalen Rabbit in Queue-Server eine Queue auf. Das ganze Ding wird dann geclustert, dann kommt eine Nachricht in den Fanout Exchange, die das an alle Cluster-Nodes verteilt und kriegen zum Beispiel alle liegen vor mit. Stoppe dich jetzt. Das ist relativ interessant, die Topic Exchange. Was die macht, ist, die filtert einfach nach dem Routing Key und
zwar mit Wildcards. Das ist so das Übliche. Man hat einen Routing Key, der halt von Punkten unterbrochen wird. Man möchte da nicht zu fancy Dinge in diesen Strings machen. Insofern zum Beispiel einfach sowas wie color.green und color.red. Und was ich jetzt hier mache, ist einfach, ich habe hier zwei Queues, die hier reagiert auf alles, was .color.green heißt und die auf alles, was auf red endet und zwei Komponenten hat und die hier alles, die was schnüffelig ist. Und das nennt sich dann die Topic Exchange an dieser Stelle. Damit kann man zum Beispiel sowas machen wie Log-Nachrichten verteilen. Man hat einen Routing Key, der ist log.level.trace, log.level.debug, log.level.warning und man hat halt je nachdem, was das für eine Nachricht ist, die ankommt, mit unterschiedlichen Pfad, wie sie verarbeitet wird. Wenn die Nachricht zum Beispiel ein Error wird, wird halt eine Mail an den Admin verschickt, wenn das eine Debug-Nachricht ist, wird es halt nur weggeloggt. Wenn es Trace ist und Trace nicht aktiviert ist, wird es weggeworfen zum Beispiel. Zum Beispiel. Wenn man sich mal, was war das Ding, Elasticsearch und Kibana, was so einen momentan recht hipper DevOps-Monitoring-Stack ist, der im Endeffekt einfach die Logfiles einsammelt und in eine Elasticsearch wirft und dann ein Frontend darüber baut. Da kann man zum Beispiel eine RabbitMQ anbinden, die Log-Nachrichten dahin schickt. Und die letzte, die es gibt, ist die Headers Exchange, habe ich kein Bildchen gemalt. Ist im Prinzip genau dasselbe wie eine Topic Exchange, nur dass es halt nach arbiträren Headern in dieser Message dispatchen kann. Was ist ein Channel? Man hat das Problem, wenn jede dieser Verbindungen zu einer Queue jetzt eine TCP-Verbindung wäre, und man die Dinge relativ schnell aufbauen und wieder abbauen möchte, dass das Betriebssystem halt eine gewisse Zeit dafür braucht, um so ein TCP-Handshake zu machen, die Verbindung aufzubauen, Speicher zu adressieren, dann Socket aufzumachen und so weiter. Was heißt, was macht man? Man macht eine virtuelle Verbindung über eine TCP-Verbindung. Das heißt, man hat eine TCP-Verbindung, da drin können mehrere Channels stecken. Das vermindert die Latenz gewaltig. Und über so ein Channel kann man eben diese MQP-Kommandos senden. Sowas wie, lies jetzt etwas aus dieser Queue raus oder erzeuge eine neue Queue oder erzeuge eine Exchange. Das ist jetzt eigentlich das wirklich Interessante, die Live-Demo. Ich habe ein kleines System gebaut, das Folgendes tut. Also, ich möchte jetzt einfach mal demonstrieren, wie funktioniert so eine Fanout-Exchange. Das ist jetzt einmal hier ein bisschen Clojure-Code, von dem solltet ihr euch nicht abschrecken lassen. Was das tut, ist, er macht ein LE-Declare, was in diesem Fall einfach LE steht für Langohr-Exchange. Langohr ist die RabbitMQ-Library, was natürlich offensichtlich ist, dass es Langohr heißt. Die Elasticsearch-Library heißt Elastisch. Aber Langohr ist schöner vom Namen. Also wir machen, also hier oben wird irgendwann mal eine Connection erzeugt zu meiner lokalen RabbitMQ. Es wird ein Channel geöffnet und dieser Channel bleibt auf, solange die Clojure Shell läuft. Dann gibt es hier diese Funktion Create Exchanges and Queues. Das ist auch genau das, was sie tut. Sie erzeugt einen Exchange mit dem Namen Fanout Exchange vom Typ Fanout ohne irgendwelche zusätzlichen Parameter. Sie erzeugt eine Queue, die nenne ich Haskell Queue, weil da der Haskell-Prozess drauf lesen soll und bindet diese Queue an die Fanout Exchange. Dieses Binding hat keinen Routing Key, weil es ist eine Fanout Exchange. Du kriegst hier so alles, was da drin landet. Es gibt eine zweite Queue, die nennt sich Python Queue und die wird auch da dran gebunden. So. Wenn ich die Main-Funktion von diesem ganzen Ding starte, dann macht es 10-mal ein Publish mit dem Channel an die Fanout Exchange ohne Routing Key, sagt Hello from Clojure und das I, bei dem es gerade ist. Und übrigens ist es Content Type Plain und der Type ist halt irgendwie Message. Und dann sagt es Message Send und wartet 2 Sekunden.
Und zu Demo-Zwecken machen wir da mal eine Sekunde draus. So. Das ist der Producer auf der einen Seite. Ein Blick auf den Consumer. Machen wir das so. So. Na, also. Das ist jetzt einmal Haskell Code, der macht im Prinzip genau dasselbe wie der Clojure Code, nur eben gerade von der anderen Seite. Er erzeugt sich eine Connection zu dieser Resident Queue, er macht einen Channel auf. Er sagt übrigens, es gibt eine Queue mit dem Namen Haskell Queue. Es gibt eine Fanout Exchange, die ist übrigens vom Typ Fanout und ich binde mich daran. So, das ist die erste interessante Sache, die dir dann tatsächlich in der Praxis auffällt. Man sollte sowohl im Producer als auch im Consumer diesen ganzen Kram immer deklarieren. Weil je nachdem, wer zuerst kommt, legt er halt einfach seine Queues an und seine Exchanges, die er braucht. Und wenn man es dann halt nochmal versucht, dann passiert halt einfach nichts. Also wenn ich eine Queue versuche anzulegen mit denselben Parametern, die es schon gibt, passiert halt einfach nichts. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite meinen Consumer, auf der anderen Seite meinen Producer starte, ist sichergestellt, dass diese Queues und Exchanges, die das Ding braucht, immer da sind. Weil sonst könnte ich ja versuchen, aus einer Queue zu lesen, die nicht existiert. Oder in eine Queue zu schreiben, die nicht existiert. Jetzt gibt es hier diese Funktion, die nennt sich Consume Messages. Und zwar aus der Haskell Queue, was heißt, der liest einfach jetzt alle Nachrichten, die da ankommen und schmeißt die in die Funktion Print Callback rein. Danach acknowledged er der Rapid in Queue, dass er diese Nachricht bekommen hat und verarbeitet hat. Da möchte ich eigentlich relativ wenig drauf eingehen. Man kann also Geschichten machen, wie wenn das ACK nicht kommt, dass man dann die Nachricht wieder rescheduled oder einem anderen Consumer gibt oder dann irgendwann mal verwirft und in eine, letztlich dann eine Dead Letter Box, also Nachrichten, die irgendwie nicht funktioniert haben oder nicht durchgegangen sind. Wir wollen erstmal beim einfachen Beispiel bleiben. Und dann wartet er halt irgendwie auf einen Keypress. Dieses Print Callback ist auch relativ einfach. Es nimmt sich die Nachricht und sagt einfach nur Receive Message, unpackt diesen Binary-Krempel, der da drin steckt, und schickt halt das ACK am Ende. So. Dann wollen wir mal diesen Consumer starten. So. Der wartet jetzt auf Nachricht. Na. Hey. So. Ich habe noch einen Code mitgebracht. Einfach weil es schön ist. Ich habe hier ein Python-Programm. Da heißt die Library aus unerfindlichen Gründen Pika, warum auch immer. Vielleicht hat der Erfinder zu viel Pokémon gesehen. Der Code tut exakt dasselbe wie der Haskell-Code auf der anderen Seite. Er macht eine Connection auf, er macht einen Channel auf. Er sagt übrigens, es gibt eine Fanout-Exchange und übrigens ist die vom Typ Fanout. Er legt jetzt die Python-Queue an, bindet sich daran, sagt, ich warte jetzt auf Nachrichten. Und definiert eine Callback-Funktion und dann ruft er hier channel.basic.consume. Das ist tatsächlich einfach die literale Umschreibung des AMQP-Commands. Das heißt tatsächlich basic.consume, das da über die Leitung schickt. Also die meisten AMQP-Libraries sind tatsächlich sehr, sehr, sehr nah an der tatsächlichen Spezifikation. Also er sagt hier, ich konsumiere jetzt übrigens auf dieser Queue hier. Mit dem Callback, das halt Callback heißt, und dann sage ich Channel Start Consuming, hol mir was drauf. So, das kann weg. Jetzt haben wir hier diesen Consumer, und wenn ich jetzt hier die Main, so heißt sie, die Main-Funktion hier aufrufe, passiert Folgendes: Ihr seht, die beiden laufen los, beide kriegen eine Nachricht, Hello from Clojure, auch mit dem richtigen Index, und das geht jetzt bis halt fertig. Bis 9. Ach, diese Haskell schön. Es ist komisch. Nee. Was war das? Consumer HS. In der Ferne. Das war das Beispiel Fanout Exchange. Ich
habe noch eines mitgebracht, wie man es mit wie eine Topic Exchange aussehen kann. Hier? Ja, 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 bitte. Ich muss gerade einmal das Setup switchen, eine Sekunde. Topic Exchange Producer. Da ist es. So, und die Shell starten. Das ist so eine Sache, die nämlich lang dauert, leider. Okay, ich habe eine Topic Exchange, die dispatcht in diesem Fall nach dem Routing Key. Ich habe zwei verschiedene Routing Keys, wie man hier rechts sieht. Ich habe einen Stern.Punkt Haskell und ich habe einen Stern.Punkt Python. Alle Nachrichten, die jetzt mit Python getaggt sind, sollen an den Python-Prozess gehen. Alle, die in Haskell getaggt sind, sollen an den Haskell-Prozess gehen. Das mache ich so, indem ich einfach jede zweite Nachricht hier den Routing-Key setze. Einmal auf message.haskell, einmal auf message.python. Und die Shell ist fertig. So, also das ist einmal der Haskell-Consumer. Und den Python-Code möchte ich jetzt eigentlich nicht nochmal zeigen. Ja. Nein. Okay. Der einzige Unterschied zu dem Beispiel vorher mit der Fanout-Exchange ist nur dieses bind-q-Kommando hier im Endeffekt. Was ich hier jetzt mit angebe, ist, ich gebe den Routing-Key mit an und RabbitMQ bzw. AMQP ist schlau genug, dass wenn der Routing-Key eine Wildcard enthält, dass es das versteht und sagt, aha, ich möchte hier offensichtlich dispatchen, in diesem Fall nach Stern.Haskell. So, beide Consumer sind gestartet. Und jetzt haben wir hier noch, ich erlaube mir noch, das hier noch runterzusetzen. Ja. Und dann rattert die ganze Maschine los und ihr seht, die Nachrichten tauchen jetzt anders auf. Hier sind die ganzen geraden, hier sind die ganzen ungeraden Nachrichten. Da wird also tatsächlich hin und her gespielt. Das war jetzt alles relativ einfach. Was macht man jetzt tatsächlich damit? Was ist die Anwendung? Eine Anwendung ist ganz einfach Load Balancing. Ich möchte zum Beispiel sowas wie mehrere Rechner haben, die E-Mails versenden. Dann kann ich es so machen, ich habe eine Work-Queue im Endeffekt, wo alle zu sendenden E-Mails reinfließen und ich habe zwei Consumer da dranhängen und die lesen einfach abwechselnd die Dinger daraus so schnell wie sie können und versenden eine E-Mail raus. Was ist schön an diesem Setup? Wenn ich einen dritten Consumer brauche, Sekunde, hänge ich einen dran. Wenn ich 27 brauche, hänge ich einen dran. Bitte. Wenn du aus so einer Queue liest, ist die Nachricht auch aus der Queue raus? Ja, die Nachricht ist aus der Queue raus, sobald du sie rausliest. Du bist selbst dafür verantwortlich, das zu acknowledgen oder eben die Nachricht zurückzuschreiben und so weiter. Es gibt auch Logging, es gibt auch Mechanismen, also da machst du dann die Nachrichten durable. Was heißt, die bleiben dann da drin, solange bis sie acknowledged werden. Und wenn sie nicht acknowledged werden, werden sie an den nächsten geschickt und so weiter. Aber das führt jetzt an der Stelle tatsächlich ein bisschen zu weit für dieses Intro. Aber ja, im Endeffekt, sobald du die da rausliest, ist sie erstmal weg. Das ist eine Möglichkeit. Was gibt es noch für eine Möglichkeit? Da gibt es wie heißt denn diese Python Library, die du verwendest, um deine. Das macht nämlich genau das, was mit Celery. Celery, okay. Also Celery ist wohl eine Python-Library, die das alles vor dir versteckt. Du sagst, ich möchte irgendwo anders eine Funktion aufrufen und übrigens dort. Und dann passiert genau das. Ich habe hier einen Producer, ich habe eine Work-Queue, da wird die Funktion, die aufgerufen werden soll, mit den Parametern und so weiter reingeschrieben. Dann gibt es ja auf der anderen Seite diesen RPC-Worker, der liest die Nachricht da raus, findet raus, welche Funktion möchtest du denn jetzt aufrufen, mit welchen Parametern, macht das für dich und
schreibe in die Ausgabe-Queue, die im Normalfall halt Länge 1 hat und danach direkt wieder gelöscht wird, das Ergebnis rein und dann liest du selber da wieder raus und mach, dann bist du nicht mehr an dieser Queue dran und schmeißt sie dann im Endeffekt weg, weil die in dem Modus ist, dass wenn der letzte Leser da weg ist, liest du sie selbst. Man kann also RPC damit machen. Und das machen irgendwie die wenigsten. Wenn man eine Microservice-basierte Architektur hat, bietet sich das natürlich auch als Kommunikationslayer zwischendrin an. Also viele machen irgendwie HTTP am Ende und sagen, wir brauchen REST-APIs und so weiter. Man könnte REST darüber fahren, das ist eine Möglichkeit. Oder eben sagen, wir machen unser eigenes Protokoll, wir machen das schneller und legen da eine Message Queue zugrunde. Und das war's. Für Interprocess-Kommunikation könnte man das im Prinzip auch verwenden, oder? Ja, sicher. Klar. Das ist ja im Prinzip dieselbe Variante wie RPC. Du sagst, mit jedem Prozess, den du startest, packst du eine In-Queue und eine Out-Queue und dann kann sich jeder daran binden, wie er es braucht. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Was ist denn so die Limitierung an der Größe der Nachrichten, die weitergehen können? Oder vom Format her? Das Format ist in keinster Weise limitiert, das ist einfach nur Binary. Okay. Also du kannst da tatsächlich alles durchschieben. Du möchtest deine Nachrichten natürlich möglichst klein halten. Also ich würde jetzt nicht gigabyte große Bilder in so eine Nachricht packen, weil halt der RabbitMQ-Server die ja auch noch performant durch die Gegend schieben können muss. Okay. Aber prinzipiell sehe ich da erstmal, also so für normale Anwendungszwecke, wenn du jetzt nicht irgendwie megabyteweise Dateien durch die Gegend schiebst, sehe ich da eigentlich keine große Limitierung. Wie groß ist so ein laufendes RabbitMQ? Ist das mehr so auf der Größenordnung einmal full-fledged PostgreSQL oder ist das... Du fragst mich Sachen. Ich habe eine laufende RabbitMQ. Ich kann mal schauen, ob mir das Ding was sagt. Ja. Nein. Herrje, wo ist sie denn jetzt? Da, da ist sie doch. Also, Admin? Admin klingt toll. Virtuelle Hosts. Ich kann es dir. Du meinst tatsächlich so Megabyte-Größe jetzt? Zum Beispiel, ja. Ich habe nicht den. Also hier bei mir wesentlich weniger als MySQL. So Faktor 5 bis 10 weniger. Okay, was hat es bei dir? Ich 0,5%. Okay. Wie sage ich Hardtop, dass er mir Megabytes anzeigt? Hardtop minus H für Human Bill. Keine Ahnung. Also es ist halt Erlang, das heißt Erlang fährt immer gleich so 100 Prozesse hoch. Es ist halt ein verteiltes System. Erlang macht viele Prozesse. Also nicht groß. Ja. Also konzeptionell, wenn ich richtig verstanden habe, angenommen, ich möchte so eine Art Bus bauen, in der jeder Subscriber alle Nachrichten kriegt, kann ich das aber nicht über eine Queue machen, sondern also ich muss jeder mal eine Queue registrieren lassen und die über genau. Exchange modifizieren. Genau, du kannst, genau das ist das, was du tun musst. Die Queue ist erstmal nur dafür gedacht, dass da tatsächlich einer rausliest. Also wenn halt mehrere lesen, dann nehmen sie sich halt gegenseitig die Nachrichten. Wenn du Broadcast machst, bindet sich aber direkt an den Exchange. Der Consumer bindet sich mit seiner Queue sozusagen direkt an den Exchange. Genau. Das heißt, der Exchange muss den Client nicht kennen. Die Exchange kennt gar nichts. Die Exchange weiß, welche Queues hab ich registriert und schickt die Dinge einfach dann weiter. Und das ist das, was an der Stelle passiert. Jetzt würde ich auch noch was sagen. Also was du machen kannst, ist, wenn du Angst hast, dass deine Queues irgendwie übrig bleiben und dann diesen ganzen RabbitMQ mit Queues vollstopfen, es gibt einen Modus, womit sich die Queue automatisch löscht, wenn der letzte Consumer sich detached hat.
und dann ist die Queue weg. Was heißt, du kannst tatsächlich das so bauen, du startest einen neuen Prozess, der überlegt sich irgendeinen Queue-Namen, einen beliebigen, registriert das Ding bei der passenden Exchange, liest da draußen, wenn sich das Ding wieder runterfahren soll, dann geht die Queue halt auf den RabbitMQ mit. Die Queue selbst liegt dann auf so einem RabbitMQ-Server, der genau aufgebaut wird. Genau. Die Queue liegt dort und du kriegst dann von da deine Nachrichten über diese TCP-Verbindung hochgepusht zu dir. Also dann über den Channel, der halt dann da drin liegt. Und es können mehrere Channels in einer Verbindung.